Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sacred, den ersten Teil, mit unseren Buddy Nob. Mit unseren Buddy Nob, unseren Zwerg, der in der letzten Folge, so wie ihr hier seht, eine Muskete erworben hat. Die Muskete, die Fernkampfwaffe auf den Zwerg zugeschnitten, die, ich wiederhole mich, wahrscheinlich nicht irgendwo bei Gegnern zu finden ist, sondern die ich nur bei Händlern erwerben kann. Und daher ist es gut, wenn ich gute und preiswerte Waffen haben möchte, meine Fähigkeit Handel möglichst hoch setzen zu können, so wie ihr hier in meinen Fähigkeiten seht. Na, ich bin bei Handel hier bei Stufe 4 auf 4 Punkte, also das Maximale, und habe immer noch Waffenkunde und Konstitution, die ersten beiden Fähigkeiten vom Anfang an, auf 1. Ja, die 2 habe ich nur deswegen, weil ich einen Gegenstand habe, der mir nochmal plus 1 in Waffenkunde gibt. So, was wir immer noch mitmachen, auch in dieser Folge, allerdings jetzt natürlich mit einer erweiterten Fähigkeit, neuen Fähigkeit, den Fernkampf. Den habe ich ja noch nicht, aber mit einer neuen Waffe. So, dass wir jetzt einen auf Fernkampf machen. Versuchen wir hier in Startort Schönblick und Umgebung ein paar Aufgaben zu lösen, um gut für den zukünftigen Kampf gerüstet zu sein. So, ich glaube, mehr Aufgaben waren hier wohl nicht gewesen rund um das Kolosseum. Oder die Kampfarena? So, dann machen wir mal den Weg hier weiter. Na, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen öfter schießen. Ja. So, natürlich wehren die sich auch irgendwann mal. Und jetzt seht ihr, warum es gut ist, physische Regeneration zu haben. Jetzt würde ich aber doch nochmal den Rundumschlag, nicht die Attacke. Ach, das ist eine Attacke. Was ist denn das? Hat der hier eine AK oder was? Ist ja herrlich. War gerade Dauerfeuer, oder? Ich glaube, hier drüben war auch noch eine Mission, oder? Ich kann hier mal auf der Karte gucken. Ne, hier nicht. Aber wir können hier mal rübergehen. Ach, das ist bloß eine Abkürzung. Hier. Jenseits dieser Brücke seid ihr auf euch gestellt. Aber ihr seht aus, als würdet ihr euch eurer Haut erwehren können. Ah, okay. Also, damit endet quasi der Prolog. Und wir begeben uns dann in den nächsten Ort. So, diese Aufgabe hier übrigens nehme ich noch nicht mit an. Die mache ich zum späteren Zeitpunkt. Ich erkläre euch dann auch, warum. Ach, das ist jetzt das. Ach, das ist doch hier meine. Was machen wir denn hier? Hier haben wir einen Sauberer. So, ich glaube, das hatten wir auch schon. Flinte geputzt habe. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir in der ersten Folge waren, aber ich glaube, wir sind jetzt schon relativ weit und haben auch schon die ein oder andere Aufgabe angenommen, die ihr so in diesem Let's Play noch nicht kanntet. Na? Ich werde es so halten, dass ich versuche, immer hier das obere nur zu lesen und das untere nicht. Das ist irgendwie so betreutes Vorlesen. Ich möchte dann doch ein bisschen in der Zeit sparen. Ich denke mal trotzdem, dass es von der Story hier nicht allzu viel verloren geht. Na? So, diese Frau Munich, die möchte, dass wir den verdammten Ork Gnarf Keulenbein töten. Das nehmen wir mal an. Ja, oh, ein Geheimversteck. Die Rüstung der Bauern. So. Dann haben wir hier die nächste Aufgabe. Hier geht es darum, So, ein betrunkener Veteran. Du da. Da hast du eine Karte mit einem Schatz. Okay. Dieser Zwerg ist euer. So, na gut. Ja, eine Kiste, die können wir öffnen.
Eine defekte Axt zum Verkaufen. Und noch eine Aufgabe. Mal nochmal auf der Karte gucken, ja. Weiß. So, Gunhald Wegenhalt möchte, dass wir frisches Fleisch beim Metzger Hullinger besorgen. Sobald ich meine Flinte geputzt habe. So, wenn ich immer wieder mal... So, hier müssten nämlich auch nochmal Aufgaben drin sein. Und hier haben wir noch einen. So, Leutnant Hans Bolo. Vielen Dank für die Namen. Vielen Dank für die Namen. Ja, tötet 5 dieser verfluchten Goblin-Schamanen. Ja. Oh, kurz, ja. So, und Reinhold zu Tara. Ihr bringt eine Botschaft höchster Bedeutsamkeit, doch der Inhalt geht euch nichts an. Politisches Ränkespiel zwischen den Adelshäusern de Mordre und Lintari. Nehmt dies für euren Botendienst und lebt wohl. Also wir haben jetzt eine Aufgabe abgeschlossen, aber naja. Das war jetzt keine Hauptquest, ne? So. Nehmen wir mal den Ort hier noch ein bisschen weiter mit ab. So rundherum noch mal ein bisschen schauen. Ah, hier haben wir nämlich noch was. So, wen haben wir denn hier? Graf Markus zu Silberbach. Hilft mir, meine Tochter Adelina kehrte von einem Ausritt nicht zurück. Bitte sucht sie bei den alten Ruinen im Süden Silberbachs und bringt sie sich heim. Soll die Luft nach Pulver riechen. So. Haben wir hier drin was? Ah, hier haben wir einen. Haben wir mal nichts. So, hier. Gold. Vielleicht gibt es hier oben noch irgendwo was. Gehen wir mal ins erste Obergeschoss. Ach, reagiert hier hinten auf den Feind. Aber mehr war hier auch nicht, ne? Ich muss mir offscreen nochmal diese Hotkeys mit anschauen. Oder kann ich das so machen? Inventar, alles aufsammeln. A. So. Das scheint... Ah, hier kommt er gar nicht durch. Dann gehen wir mal hier außen lang. Hier war irgendwo ein magisches Versteck. So, na dann wollen wir mal. Ah. Oh, jetzt werde ich aber belegt hier. Bleib standhaft, Zwerg. Kostet jetzt aber auch Energie, also Heiltränke. So, genau. So ein bisschen Dauerfeuer. So. Ah, da ist er. So, ein bisschen Dauerfeuer. Da stehen wir nun. Er und ich. Der Schurke und sein Henker. Der Schurke und sein Henker. Na. Ach, man hört die Schüsse jetzt nicht. So. Oh, Kompendium der Weisheit. So, und wir sind eine Stufe aufgestiegen und wir sollten sofort das Attribut vergeben in physische Regeneration. Da sind wir jetzt gleich auf mit unserer Stärke. Und jetzt sind wir besser. Attribute, was können wir machen? Wir können unseren Handel verbessern, sind jetzt auf Stufe 5 und wir lassen weiterhin das hier irgendwo noch hängen. Also da, das hat natürlich jetzt eine bestimmte Bewandtnis, warum ich das so tue. So, welche Stufe sind wir denn jetzt überhaupt? Muss ich mal gucken. Stufe 5! Wir sind Stufe 5, das ist schon mal ganz gut. Wir sind fast am Ziel. So. Eine Tellermine.
So. Hier auch nochmal so ein bisschen. So, jetzt haben wir doch relativ stark gesammelt. Wir gehen mal auf unsere Karte mit drauf, weil all das, was jetzt hier blau ist, sind noch Aufgaben, die wir erledigen können. Unter anderem hier, ach, hier ist Adelina und hier oben Pökelfleisch. Also das mit dem Pökelfleisch ist ja relativ nah dran. Das machen wir mal. So, wir weichen da mal nicht von... Der bleibt mal lieber zu Hause, Kinder. Ja, da oben war ein magisches Versteck. Oh, gehen wir mal hier auf den Bauernhof mit drauf. Ah, hier drin. Na. So. Ach, da liegt ja einfach rum, das frische Fleisch. Das frische Fleisch liegt einfach auf dem Boden. Alles klar. Da haben wir schon einige Bücher eingesammelt. Das ist aber noch eine relativ schwache Waffe, oder? Guck mal, wie oft wir hier raufschießen müssen. Also das gefällt mir ja gar nicht. Also das war jetzt extrem lange. Also da muss irgendwas nicht in Ordnung gewesen sein. Herrlich. Na, wirst du wohl? Ja, die Waffe muss noch besser werden. So. Haben wir hier noch irgendeine Aufgabe? Nee, dann machen wir das wirklich mal so, dass wir das Pügelfleisch zurückbringen. Oh, da hinten auch noch. So. Hier sind wir doch richtig. Ach, da ist er schon. Kriegsschrei. Jetzt sehe ich hier unten noch irgendwas. Das schauen wir uns doch mal mit an. Gehen wir nachts durch den Wald. Oh. Der ist etwas stärker, der Wolf. Da kommen wir hier aber auch gar nicht lang. Müssen wir uns noch weiter durch den Wald Silberwölfe? So. So. Ah. So, das ist doch die Adelina, ne? Gruppe vernichtet. So, okay, dann bringen wir die mal zurück. So, das Pferd hier können wir ja nicht benutzen. Alles klar. Na gut, dann kämpfen wir uns ja hier wieder mal zurück. So, alles einsammeln. Gold können wir gut gebrauchen. Na, hier unten müssen wir doch wieder zurück, ne? Ne, hier oben. Da ist die Brücke. Ich wette, die wissen nicht mal, was Schießpulver ist. So, naja, ist ein bisschen Laufweg. Was wir hier abgeben müssen?
Aber ist nicht weiter so schlimm. Ups. Ja, du kommst auch noch gerade an mit deiner Aufgabe. So, dann. So, haben wir das auch. So, dann testen wir wieder mal unsere Karte mit ab. Was haben wir denn hier? Verschleppt und der verschollene Schmied. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir da langkommen. Das ist doch der Hinweis auf eine Höhle hier, oder? Das interessiert mich jetzt nochmal. Gehen wir nochmal ins Haus rein. War das hier? Ah, da kommt man nie rein. Ja! Wir sind in einer Höhle. Was ist das? Stufe 7. Oh, bringt uns ein paar Punkte. Ups, nein. Ja, da verbirgt irgendein Geheimnis dieser Herr. Eine gefangene Seele. Man alle seine Frauen. Die er um die Ecke gebracht hat. Gefangene Seele. Was ist denn, wenn ich an einer Stelle mit bin, wo ich mir habe eine Quest noch nicht geben lassen? Die aktualisiert sich doch auch, oder? Oh, jetzt bin ich von zwei Wesen umgeben. Ein Verfluchter. Eins, zwei, drei, vier. Vier Tränke noch? So. Und jetzt haben wir noch Tante Erna hier. Nee, noch nicht. Aber jetzt. Jetzt werden wir sehen, ob ihr ein ebenbürtiger Gegner seid. Ja, ja. Na, triffst du? Ja. Aber war das jetzt hier irgendeine Aufgabe? Noch einer. Mensch, wo kommen die denn alle her? Also auch wenn man jetzt die Schüsse nicht hört, ich schieße trotzdem. So. Oder ist hier irgendwo eine bewachte Truhe? Hier eine Fledermaus. Alles klar. War allerdings tatsächlich eine Höhle. So, jetzt wäre natürlich die Frage, ob wir hier irgendwo rüberkommen. Das wäre natürlich ideal. Oh, hier müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Schön, der Stufenaufstieg hat geholfen. Na? So. Nochmal richtig reingehauen. Also hier unten kommen wir nicht lang. Wir müssen uns einen anderen Weg suchen, um hier in diesen oberen Bereich reinzukommen. Wir sollten jetzt allerdings, haben wir ein bisschen Gold gesammelt. Ja, du hast irgendwie Dreck am Stecken. Erzählt ihr uns eigentlich irgendwas hier? Ich danke euch für meine Rettung. Es war eine aufregende Reise.
Okay. So, haben wir hier irgendwo einen Händler? Ja. Das ist sicher ein Stallbursche, ne? Genau. Ein Stallbursche. Hier die Brücke rüber. Wirklich ein paar Brücken hier lang gehen? Ach, da müssen wir noch eine Aufgabe erfüllen. So. Aber ich kann doch hier die Dinger hier erstmal. So. Hier zum Beispiel Schulterpanzer. Nee, da ist die andere besser. Was haben wir hier? Gürtel. Das ist vom Schutz her eigentlich gleich. Mal nicht unbedingt viel, ne? Haben wir Schulterpanzer nochmal? Nee, da ist der angelegte auch besser. Hier auf das, hier auf diese Slots irgendwas drauf zu machen, da verzichte ich erst einmal drauf. Ah, wir sind ja noch eine Stufe aufgestiegen. Bevor ich den Händler natürlich benutze, werde ich erst einmal die Punkte reinstecken. Also, wie gesagt, hier, jetzt gucken wir uns die Attribute nochmal mit an. Wir sind bei der physischen direkt jetzt am höchsten. Bei 40, na, und 39 bei der Stärke. Ja, Stärke brauchen wir gar nicht. Lebensenergie vielleicht. Höchstens die Lebensenergie, ne? Das macht noch Sinn, aber das andere macht keinen Sinn. Nahkampf bringt uns nichts, ne? Geschick vielleicht noch. Aber physischer Dreck. So, und dann schauen wir hier nochmal in die Fähigkeiten. Und jetzt können wir eine Fähigkeit dazu gewinnen. Jetzt können wir eine Fähigkeit dazu gewinnen. Und zwar klicke ich hier mal mit drauf und würde dann logischerweise Fernkampf nutzen. Fernkampf! Ne? Verbessert Angriffswert und Angriffsgeschwindigkeit im Kampf mit Fernkampfwaffen. Das nehmen wir. Und da werden wir jetzt auch erst einmal wieder in Handel. Zack. Und jetzt werden wir mal ein paar Punkte in Fernkampf reinstecken. Und da machen wir alle. Wir machen mal ruhig alle. Und haben jetzt sozusagen im Fernkampf die gleiche Stärke wie im Handel. Wir haben hier sogar noch einen kleinen Bonus mit drauf. Durch das Blaue wird das angezeigt. Wir werden das nicht maximieren, sondern aber erstmal für den Anfang ein bisschen höher gestalten. Ich denke mir mal, ansonsten ziehen wir das nachher nach mit der Waffenkunde, weil die Waffenkunde erhöht den Schaden der Gegner durch Nahkampf, aber auch Fernkampf. Na, also durch Fernkampf machen wir die Geschwindigkeit besser, der Angriffswert auch. Also dass wir wahrscheinlich schneller schießen können, werden wir gleich mal testen. Und durch die Waffenkunde werden wir den Schaden erhöhen. So habe ich das verstanden, oder? Gut, so, jetzt können wir noch mal ein bisschen besser handeln. Das machen wir mal, indem wir das Zeug, was wir jetzt nicht brauchen, verkaufen. Die ganzen also erstmal die ganzen roten Dinger, die wir hier nicht brauchen. Und dann die Nahkampfwaffen. Und die nutzlosen Gürtel, na eigentlich alles, ne? So. Sieht schon mal, ach, da noch. Sieht schon mal ganz gut aus. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben hier eine eindrucksvolle Muskete der Geißel. So, jetzt muss ich mal, wie mache ich denn das jetzt am besten? 34 bis 41. 45 bis 53. 42 bis 50. Also da könnte man das hier nehmen. Ja. Hat einen besseren Schaden. Die Geschwindigkeit ist höher, die Stärke. Hm. Und das hier unten, Waffenschaden, Feuer, Fernkampf plus 1, Geschwindigkeit plus 8, mit Geschwindigkeit plus 10. So, machen wir. Verkaufen. So, wieder ein bisschen stärker. Ja. Und wir schauen mal in den Rüstungsbereich rein, was Sinn machen könnte. Wir haben hier eine klapprige Kanone, Schutz 12. Was haben wir hier? Schutz 17 und Schutz 15. Dann haben wir aber hier noch 12% auf Angriff. Angriffstempo wird erhöht. 1 Gramm plus 1. Hier haben wir aber nicht 1 Gramm. Preis 6.800. 15.000 haben wir. Wir können allerdings hier auch, was ist das? Rüstung der Bauern. 32 an Schutz und hier 39 an Schutz. Lassen wir. Ich denke mir mal, wir werden diese Geschichte nehmen.
und austauschen. So, alles klar. Und sind wieder etwas besser gerüstet. So, Laufgeschwindigkeit wäre auch nicht schlecht, oder? So, wieder auf der Karte schauen. Wir wollten ja einen anderen Weg suchen. Ich denke mal, wir müssen hier nochmal über die Brücke zurück. Ich kann ja hier mal so ein Signal setzen. Hier, da wollen wir hin. Das ist denn hier irgendwo... Ach, hier oben. Hier unten. Dieses rote Teil da. Weist uns den Weg. Vielleicht hier auch. Ja, der rote Pfeil weist uns den Weg. So, wir gehen jetzt mal hier einfach... Also noch merke ich nichts. Also ich habe so das Gefühl, die Geschwindigkeit ist noch die gleiche. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier durch und hängen nicht fest. Nein, das tun wir nicht. Du entkommst mir nicht. Oh. Diese Grauen zu erledigen bringt uns gar nichts. Ja. Ja, wir kommen jetzt dorthin. Das ist er hier, ne? Zeit, eure Ahnen wiederzusehen. So, dann müssen wir erstmal hier die herbeigerufenen Goblins erledigen. Alles klar, verschleppt. Da ist doch... Ah, hier unten die Höhle. Ich glaube, da kommen wir von der anderen Seite ran. Verschleppt. Müssen wir hier runter? So. Ich hoffe, wenn da ein bisschen Blut zu sehen ist, ist das nicht weiter so schlimm, oder? Na, grün bringt wenigstens ein bisschen was noch. 24 an Erfahrung. 2 an Erfahrung. Aber wir müssen ja hier durch. So. Und ich merke schon, das wird sich dann in der nächsten Folge mit fortsetzen. Wenn es darum geht, hier noch ein paar Aufgaben in schönen Blick zu erledigen. Wie, ich kann mir die Orte einfach nicht merken. In schönen Blick und in Silberbach. Ja, ein, zwei Sachen haben wir noch. Hier, ne, der verschollene Schmied, den bringen wir das zurück. Und dann werden wir hier nochmal den Kriegsbär. Den Kriegsbär, da dürften wir jetzt stark genug sein. Noch erledigen, ein paar Wölfe werden wir noch erledigen. Und dann hier ist noch irgendwas. Da, wo wir mal gelandet sind. Ja, und dann wird es langsam Zeit, dass wir dann Schönblick und Silberbach den Rücken kehren und uns dann vielleicht hierhin begeben. Hier ist dann nämlich die nächste Hauptquest für König und Vaterland. Ich weiß ja schon, wie dieser Ort heißt. Das ist Porto Vallum, glaube ich. Portum Vallum. Hier müssen wir als nächstes mit hin. Und das ist auch ganz entscheidend, weil sich dort wohl... So habe ich gehört, das nächste Portal befindet und dann können wir immer von einem Ort zum anderen mitspringen. Ja. So, ansonsten schaut euch das hier ruhig mal mit an, wie groß die Karte hier noch mit ist. Also riesig, hier eine riesengroße Wüste. Dann hier oben auch nochmal irgendwas, hier eine dunkle, ein dunkler Bereich. Ein paar Wälder sind noch, eine größere Stadt ist hier auch noch. Da gibt es also noch eine ganze Menge zu entdecken. Das sehen wir dann alles in den nächsten Folgen. Ja, bis dahin, macht's gut. Euer Beard. Tschüss, Leute.